dass ihr so zahlreich Interesse an diesem heutigen Themenabend habt über China. Zu diesem Thema, ich den Uwe Behrens begrüßen möchte, der aus Berlin zu uns gekommen ist, in der DDR studiert hat und lange Zeit von 90 bis 2000, oder wie war das, in China gearbeitet hat. Ja, und dann weiter noch. Aber, genau. Aber ihr habt ja, glaube ich, auch die Einladung gelesen, die auch drauf ist, ist die ganze Biografie mit drauf, will ich jetzt nicht so groß ausholen. Wir haben ja Eintritt frei. Wer also von euch Spenden geben möchte für Referent, für Saalmiete und so weiter, ist immer gerne gesehen. Da hinten ist eine Spendenbüchse, einschließlich Infostand, wo auch noch ein paar Infosachen ausliegen. Könnt ihr euch gerne was mitnehmen. Und ansonsten noch kurz ein Werbeblock für nächste Woche Sonntag. Da haben wir hier unten im großen Saal zum Internationalen Frauentag ein Matinee. Also, weil, falls jemand es noch nicht weiß und Interesse hat, ich lege die auch da hinten hin, könnt ihr euch auch mitnehmen. Ansonsten steht es auch bei uns auf der Webseite. Ja, das war eigentlich alles. Dann übergebe ich jetzt dir. Und ich mache da wegen runter das Licht. Ja, das ist gut. Okay, schönen Dank, dass so viele Interessierte hier sind. Das freut mich. Das ist wirklich sehr schön. Und es macht mich immer ein bisschen verlegen, weil ich eigentlich kein Wissenschaftler, Sprecher bin und so, sondern das aus mehr oder weniger Hobby angefangen habe und es doch eine gewisse Resonanz da ist und so verfolge ich das weiter. Ihr habt aus der Einladung hier oder dem kurzen Flyer schon so ein bisschen von meiner Biografie etwas zur Kenntnis genommen. Ich möchte es klein wenig ergänzen. Also ich habe studiert Seeverkehr in Dresden an der Verkehrshochschule und bin zur See gefahren eine bestimmte Zeit. Und wie das Schicksal dann es wollte, habe ich von meinem ersten Arbeitstag bei der Deutschen Reichsbahn als Eisenbahner gearbeitet und hatte erstmal gar nichts mehr mit Seefahrt und Schifffahrt zu tun. Das führte dazu, dass ich dann bei der Eisenbahn sofort mit transkontinentalen Eisenbahn zu tun hatte, also mit der Transsibirischen Eisenbahn. Schon die DDR hatte in den 70er Jahren interessanterweise Malz nach Japan exportiert, zum Bierbrauen. Und dieses Malz wurde per Container über die Transsibirische Eisenbahn nach Japan exportiert. Das, oder da hatte ich mit Anteil die Verladung in Erfurt durchzuführen und dann diese Transporte zu begleiten. Also nicht persönlich, aber den kommerziellen Weg zu begleiten. Dadurch bin ich in diesen transsibirischen Eisenbahnverkehr reingekommen, hatte dann die Chance, die Deutsche Reichsbahn in einer internationalen Eisenbahngesellschaft zu vertreten, dort auch nur für transsibirischen Eisenbahnverkehr. Das führte dazu, dass mich 1990 als oder 89 noch im November, Ende November, mich da ein bundesdeutscher Spediteur aus Hof angesprochen hat, ob ich nicht für diese Spedition nach China gehen könnte. Der damalige Repräsentant in China hat China mehr oder weniger fluchtartig verlassen nach den Vorkommnissen auf den Tiananmen Square 1989, habe ich etwas dazu geschrieben in meinem Buch. Und es wollte keiner gehen, die Grenze war offen, die Mauer war weg und diese Spedition war, der Direktor dort war sehr, ich würde sagen, smart. Er hat dann alles so Ossis eingekauft, um also mich nach China und andere nach Kasachstan, Usbekistan, in all diese Länder. Und auch dann in China war meine Aufgabe praktisch Eisenbahnverkehr China, Europa zu organisieren und umgekehrt. Der Bahnverkehr brach dann zusammen nach Europa, weil die Qualität der russischen Eisenbahn nicht mehr so funktionierte. Aber dann haben wir Transporte organisiert von China nach Russland. Das war ja damals in den 90er Jahren eine Wildwestzeit. Die Russen, die Hausfrauen sind gekommen mit Taschen und haben
Textilien eingekauft und mit dem Zug dann zurückgefahren. Da hatte ich dann die Idee, okay, wir stellen den Container zur Verfügung und fahren das dort, transportieren den Container komplett nach Moskau und da kann er verzollt werden und dann so weiter. So habe ich praktisch die ganze Zeit immer Eisenbahnverkehre gemacht bis 1990. Durch diese Kenntnisse, die ich hatte mit diesen, sagen wir, speziellen Transporten, bin ich dann für eine französische Firma nach Indien gegangen mit der Zielrichtung Transporte von China nach Afghanistan zu organisieren, über Pakistan und das von Indien aus. Das war günstig, von Indien konnte ich relativ unkompliziert diese Kontakte Pakistan halten. Auch meine Mitarbeiter, meine indischen Mitarbeiter sind, ich will nicht sagen gerne, aber ohne Probleme nach Afghanistan regelmäßig gereist. Wir haben dann die gesamte Kommunikationsausrüstung für ZTI, das ist so ähnlich, eine Firma ähnlich wie Huawei, nach Afghanistan verschifft und dann wurde dort das alles aufgebaut, in der Zwischenzeit wieder zerstört. Bis 2008. Und von 2008 habe ich nochmal eine Tätigkeit übernommen für eine Hongkong-Firma, Inlandtransporte in Afrika zu organisieren. Die Idee war, oder ist immer noch, und das ist der Vorläufer der neuen Seidenstraße, in Afrika gibt es kaum, oder gab es kaum Inlandtransportverbindungen. Die Kolonialmächte hatten daran kein Interesse, dass zwischen den einzelnen afrikanischen Ländern Transporte stattfinden, die Transportrouten oder Transportwege, Bahnen oder Straßen existierten immer nur zu den Häfen und dann zu den Übersee, zu den Kolonialmächten zurück. So, dieser Hongkong-Unternehmer hatte schon, er fing damit an 2006, die Idee, wir müssen da was aufbauen, damit wir die Produkte von bestimmten Hongkong-Unternehmern, die in Nigeria gearbeitet haben oder Fabriken hatten, damit diese Produkte innerhalb Afrikas verkauft werden können. Meine Aufgabe in Nigeria damals war, Afrikaner als auch Chinesen für Speditionen, für Logistik auszubilden. Das habe ich bis 2011 gemacht oder Anfang 2012. Und dann bin ich endgültig in Rente gegangen, mein Hobby gefrönt, bin segeln gegangen. Ein paar Jahre, bin 2017 nach Deutschland zurückgekommen und in Deutschland habe ich mich gewundert, was über China geschrieben wird und wie entstellt geschrieben wird. Das hat durch Zufall ein Verleger mitbekommen und hat mich dann aufgefordert, schreib das doch mal alles auf. Daraus ist dieses Buch Feindbild China entstanden, da das Buch sich hat einigermaßen verkaufen lassen, sagte der Verleger, du bist doch Experte der Eisenbahn, also auf der Transsibirischen Eisenbahn, schreib doch mal was zur neuen Seidenstraße. Und daraus ist dieses Buch Umbau der Welt, oder der Umbau der Welt entstanden. So, das sind alles Dinge, die ich da geschrieben habe, die ich mehr oder weniger erlebt habe und wo ich einen Bezug habe. Da ist nichts irgendwie wissenschaftlich großartig durchdacht. Also ich bin, wie gesagt, kein Wissenschaftler, sondern Praktiker, habe immer als Logistikmanager gearbeitet in immer sehr komplizierten Gebieten. So, und so bin ich heute hier, darüber zu sprechen. Ich spreche jetzt nicht konkret über die Bücher, ich spreche ein bisschen weiter über das, was ich denke, was wichtig ist, um China zu verstehen. Hoppla, wie geht das hier jetzt so? So, das. Die erste Frage ist für mich immer, als hier nach Deutschland kam, wieso versteht der Westen China nicht? Wieso verstehen wir die Chinesen nicht? Und ich habe dabei 6 Hauptpunkte gefunden, die man eigentlich berücksichtigen muss. Also erstmal, wir sprechen immer von den westlichen Werten. Was sind die westlichen Werte? Wir sind hier in einer mehr oder weniger christlichen Kultur aufgewachsen. Für uns und für die Menschen in
Europa, aber auch in den USA, spielt Gott eine Rolle. Wir sind Kinder Gottes. Gibt es für die Chinesen, für die Ostasiaten überhaupt nicht. Das sind Kinder der Familie, sie haben einen Bezug zur Familie, sie haben eine ganz andere Einstellung zur Position der anderen Menschen, zur Gruppe, letztendlich bis hin zum Staat. Vieles, was wir heute beobachten in China, das Verhältnis der Chinesen zu ihrem Staat, zu ihrer Regierung, selbst zu Xi Jinping, ist unter diesem Aspekt zu verstehen, dass sie eine andere Einstellung haben zur Gruppe, zur Gesellschaft. Anders als wir, die wir mehr oder weniger in dieser christlichen Kultur, durch die christliche Kultur geprägt wurden. Ein wichtiger Punkt, kann man lange darüber sprechen, ich möchte das hier nur andeuten. Der zweite Punkt, der chinesische Staat war immer säkular. Im chinesischen Staat, schon von den ersten Kaisern, von den Qing, hat nie eine Religion eine Rolle gespielt. Es gab Religion, aber die haben nie eine tragende Rolle für den Staat gespielt. Der Konfuzianismus ist keine Religion, ist eine Verhaltenslehre. Wie man sich verhält, wie man anderen Menschen gegenüber auftritt, wie man sich in der Familie verhält. Auch wieder ein Bezugspunkt zu den chinesischen oder ostasiatischen Werten. Dritter Punkt, Geschichtsbewusstsein. Die Chinesen haben sehr in den letzten 150, knapp 200 Jahren viel Demütigung erlebt. Was aber tiefer sitzt bei den Chinesen als Opiumkriege, ist das, was nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist. Oder nach dem Ersten Weltkrieg kann man schon sagen. Nach dem Ersten Weltkrieg. China wurde systematisch geteilt durch die Warlords. Im Nordosten waren die Japaner, die Engländer, die Franzosen in Japan, in Shanghai. Da gab es diesen sogenannten Bund, einen Park, betreten für Chinesen und Hunde nicht zugelassen. So, die Chinesen haben sich wirklich gedemütigt gefühlt. Natürlich, die Deutschen waren auch da, zeitweise jedenfalls. Was aber bei den Chinesen heute immer noch eine große Rolle spielt, in Bezug auf Hongkong. Die Chinesen haben genauso gegen die faschistischen Mächte während des Zweiten Weltkrieges gekämpft. Sie waren ja auch eine Siegermacht, deswegen sind sie ja im Sicherheitsrat in der UNO. Und es wurde ihnen zugesagt, wenn die Japaner geschlagen sind, dann kommt Hongkong zurück zu China. Japan hatte noch nicht kapituliert, da waren die englischen Kriegsschiffe schon wieder in Hongkong und da haben sie die Kolonie wieder besetzt. Das haben die Chinesen bis heute nicht vergessen. Das spielt eine große Rolle, wenn man diese Frage Hongkong betrachtet. Wird kaum erwähnt in unseren Betrachtungen, ist aber sehr wichtig, wenn man das sich näher anschaut. Wie gesagt, über all diese Punkte kann man sehr lange sprechen. Dann, was ganz, ganz wichtig ist, 1949 waren 80% der Bevölkerung Analphabeten. So, das sind 70 Jahre, ein bisschen mehr als 70 Jahre, zwei Generationen. Heute fliegen die Chinesen nicht nur zum Mond, sie fliegen hinter den Mond. Sie sind führend, da komme ich nachher drauf zu sprechen, sie sind führend in vielen Wissenschaften. Was ist in den Köpfen vor sich gegangen? Für mich war das immer sehr schwer zu verstehen, wie die jungen Leute, als ich dann nach China kam, wie die jungen Leute mit dem umgehen, plötzlich in einer ganz anderen Gesellschaft zu leben als ihre Eltern. Die Eltern, Bauern, konnten nicht lesen und sie haben sich so schnell entwickelt, haben eine so moderne Stadt oder haben eine so moderne Gesellschaft jetzt. Wie kommen sie damit klar? Wir haben mindestens 200 Jahre seit der Französischen Revolution, kann man sagen, gebraucht, um mit der, also praktisch diese Art der Zivilisation, diese Art des Zusammenlebens zu erhalten. Die Chinesen haben das innerhalb kürzester Zeit durchgemacht. Deswegen sind natürlich bestimmte Maßnahmen notwendig, um die Gesellschaft zu organisieren, weil sie gar nicht
so reingewachsen sind, sondern schlagartig da reingestellt wurden. Stichwort soziales Punktesystem. Können wir nachher darüber sprechen, wenn daran Interesse ist, wenn jemand das schon gehört hat, warum sowas möglich und notwendig ist. Dann muss man sehen, China mit 1,4 Milliarden Einwohner ist anders als Deutschland mit 90 Millionen. China mit 1,4 Milliarden Einwohner ist anders als Deutschland mit 90 Millionen. Die Maßnahmen, die Regierungsentscheidung sind natürlich anders ausgerichtet, als es hier in unserem kleinen Deutschland passiert. Für China ist Deutschland ein kleines Land. So, deswegen muss man immer berücksichtigen, wenn man über auch jetzt den Nationalen Volkskongress spricht, dass dahinter 1,4 Milliarden Menschen stehen und 57 verschiedene Volksgruppen. Klar, mit der Hauptgruppe Han-Chinesen, aber immerhin. So, und dann sollte man sehen, was ist der chinesische Traum? Darüber kann man diesen chinesischen Traum, wie Xi Jinping das ausgedrückt hat, eine Gesellschaft, eine moderne Gesellschaft mit mittlerem Wohlstand. Aber was heißt das eigentlich? Die Chinesen wollen gut leben. Sie wollen ähnlich leben wie die Europäer, wie die Menschen in den entwickelten Ländern. Und sie wollen keine Hegemonialmacht sein. Sie wollen einfach nur gut leben. Und durch die Größe des Landes, durch die vielen Menschen, und wenn alle Menschen nur halb so gut leben wollen wie wir, dann ist China schon die größte wirtschaftliche Macht. Und mit der wirtschaftlichen Macht kommt natürlich eine bestimmte politische Macht. So, diese Aspekte muss man immer sehen, wenn man über China urteilen will oder wenn man sich China betrachtet. Ja. So. Wieso konnte sich China so schnell entwickeln? Hier, wenn man, sagen wir, den normalen deutschen Michel fragt, dann sagt er, naja, die Chinesen, die haben ja immer kopiert. Die haben alles nachgemacht. Das ist es nicht. Für mich, aus meiner Erfahrung, ist das Entscheidende, warum die Chinesen sich so schnell entwickelt haben, dieser ungeheure Fleiß und die ungeheure Lernfähigkeit und Lernbegierigkeit. Wir können das sehen auch an den Vietnamesen. Also ich meine, die Ostasiaten haben diese Mentalität. Sie wollen einfach lernen, sie wollen etwas bewegen, die sind hungrig an Wissen und unheimlich fleißig. Es gab letztes Jahr solche Diskussionen, dass die IT-Unternehmen speziell unbedingt die Arbeitszeiten einhalten müssen. Es war normal 9 mal 9 mal 6, das heißt von morgens um 9 bis abends um 9 wird gearbeitet und das an 6 Tagen. Das war ganz normal. Und jetzt, gerade im letzten Jahr, wurden da Kampagnen geführt, dass diese Arbeitszeit nicht in Übereinstimmung mit dem Arbeitsrecht besteht. So, sie wurden ganz bewusst, die Unternehmen wurden gedrängt, gezwungen, Arbeitszeiten einzuhalten. Ich hatte das erlebt, zum Anfang, als ich nach China kam und das Büro übernommen habe, dass ich mich immer gewundert habe, warum sitzen die hier so lange? Die sollen nach Hause gehen. Nein, die wollten meine Bücher lesen. Ich hatte, als ich nach China kam, Probleme noch mit meinem Englisch. Als Ostdeutscher konnte ich nicht so gut Englisch. Und ich hatte mir die Fachbücher alle in Englisch mitgenommen und die Chinesen haben mir die immer aus der Hand gerissen und wollten in meinen Büchern lesen, mein Wissen haben. Und nächsten Morgen haben sie mich ausgequetscht. Was sie zusätzlich, oder was sie abends gelesen haben, um das erklärt zu bekommen und so weiter und fort. Also das ist für mich der Hauptpunkt, der ungeheure Fleiß und die Lernfähigkeit der Ostasiaten. Genauso die Koreaner. Südkoreaner hat man ja erlebt, wie schnell die sich entwickelt haben. Nordkoreaner, Nordkoreaner sind ein bisschen problematischer. Gerade auch im Nordkoreanischen Office war sehr viel dort.
Der zweite wichtige Punkt ist die zentrale Führung, starker Staat. Nun kann man das als einen autoritären Staat bezeichnen oder nicht. Wichtig war für die Entwicklung dieses Landes, dass die Leute dort genug zu essen haben, dass die Leute geführt werden. Und dazu war ein starker Staat notwendig. Personifiziert dann praktisch die kommunistische Partei, die praktisch den Staat organisiert hat und auch den Staat mehr oder weniger kontrolliert. Also Lernfähigkeit, Fleiß, zentraler Staat. Dann wurden mit dem Eintreten der, oder mit dem Beginn der Reform 1978 durch Deng Xiaoping praktisch vier wichtige sogenannte Modernisierung bezeichnet. Also die Zentralisierung der Landwirtschaft, wer sich damit mal beschäftigt hat, vorher gab es ja da auch große landwirtschaftliche Genossenschaften, die unproduktiv waren, und das wurde dann dezentralisiert und die Bauern wurden interessiert, eigenen Verkauf zu tätigen, um praktisch zusätzlich zu den Abgaben dann Gewinne zu erzielen und dadurch praktisch die persönliche Motivation zu verstärken. Also dezentralisierte Landwirtschaft. Dann Einführung marktwirtschaftlicher Kategorien. Das gab es bis dahin in keinem sozialistischen Land. DDR schon gar nicht, die Sowjetunion nicht, in China durch Deng Xiaoping. Der hat ganz klar gesagt, wir brauchen marktwirtschaftliche Kategorien. Ich komme da nochmal auf diesen Punkt zurück. Öffnung des Binnenmarktes für ausländisches Kapital, um praktisch ausländisches Kapital diese große Konsumergesellschaft anzubieten, was ja auch gewirkt hat. Weiterhin ausländische Investitionen, um ausländisches Kapital anzulocken. Und das passierte nur in dem Maße, dass ausländisches Kapital in Joint Venture nur investieren konnte. Also man wollte immer das ausländische Kapital kontrollieren. Ich habe das in meinem Buch ein bisschen beschrieben. Mein chinesischer Direktor in dem Joint Venture, der hat ganz klar gesagt, ich habe keine Ahnung von Speditionen, ich weiß nichts von irgendwelchen Transport- oder Handelsverträgen. Das musst du mir zeigen. Dafür helfen wir dir, diese Transporte zu bekommen, dass dein Unternehmen oder unser Unternehmen, damals dieses Unternehmen hier von Hof, Gewinn macht in China. So. Er hat aber die Gesamtkontrolle des Joint Ventures im Prinzip in der Hand gehabt. Also 51% auf chinesischer Seite, 49%. Für uns. Und das in praktisch der gesamten Wirtschaft mit unterschiedlichen Modellen, unterschiedlichen Plätzen, aber vom Prinzip der Akzeptanz ausländischen Investitionen unter der Kontrolle, sagen wir, des chinesischen Staates. Weiterhin, und das ist das, was der Westen nie zur Kenntnis genommen hat, die sogenannten vier Grundprinzipien des Nicht-Abweichens. Also Nicht-Abweichen vom sozialistischen Weg, von der Diktatur der arbeitenden Menschen, Führung der KP Chinas und vom Marxismus, Leninismus und den Ideen von Mao. Wir haben immer geglaubt, oder der Westen hat immer geglaubt, Wandel durch Handel. Wenn wir dort mit unseren Investitionen dorthin kommen, wenn wir mit den schönen Handel betreiben, na, dann werden die Chinesen schon irgendwann die Kommunisten da rausschmeißen. Das war die Idee unserer Wirtschaft, unserer Ideologie. Aber diese vier Grundprinzipien des Nichtabweichens wurden schon Ende der 70er Jahre geprägt und sind bis heute gültig, ohne eine Einschränkung. All das, was wir hier glauben, na, da wird sich schon eine Bürgerbewegung entwickeln, die werden eine andere Gesellschaft, also eine sozialistische Gesellschaft machen. Alles Unsinn. Diese Prinzipien sind tief im Laufe dieser Jahre der Entwicklung verankert in der chinesischen Führung, aber auch in der Bevölkerung. Was ist denn?
So, als dann das anfing, also mit den Reformen 1978, war natürlich auch die Situation gut für China. Erstmal, das internationale Kapital suchte neue Märkte im Absatz, habe ich schon angedeutet, der große Binnenmarkt. Damals gab es noch nicht 1,4 Millionen, aber über eine Milliarde Menschen schon. Und dann natürlich die niedrigen Arbeitskosten und die fleißigen Leute. Da konnte sehr billig, sehr schnell, sehr viel gemacht werden, gebaut werden. Die Chinesen haben dann kopiert, haben eigene Sachen gemacht und dann Märkte, auch westliche Märkte, überschwemmt mit Spielsachen und billigen Artikeln. Aber das war die Situation am Anfang der Globalisierung, der damaligen Globalisierung, sagen wir, als die nach 1990 dann speziell die sozialistischen Länder alle wegbrachen, hat sich ja der neoliberale Kapitalismus voll ausgeweitet und das kam eigentlich der Entwicklung Chinas sehr zugute, weil einfach das Kapital niedrige, billige Arbeitskräfte brauchte, neue Märkte brauchte und da hat sich China angeboten. Das war ein wichtiger Punkt, um das zu beschleunigen. China brauchte Technologien. China war technologisch weit, weit, weit abgeschlagen. Nach all dem der Mao-Zeit und also schon davor, dann die Mao-Zeit, also da hat sich nicht viel abgespielt, was ich in den 90er Jahren an Fabriken dort gesehen habe, das war manchmal schaurig. Aber innerhalb kürzester Zeit haben sie durch diese Joint Venture die Technologie importiert. Autoindustrie zum Beispiel. Klar, Volkswagen ist nach China gekommen und hat dort Autos gebaut, aber sie haben auch Leute ausgebildet, Menschen ausgebildet, Ingenieure ausgebildet. Und diese Ingenieure waren dann in der Lage, selbst was zu machen. Also sie brauchten Technologien und das hat China ganz bewusst gemacht. Immer wieder Kapitalimport verknüpft mit der Bedingung, dass die Technologien reinkommen. Das war nicht so, dass China das irgendwie heimlich gemacht hat. Sie haben das ganz offen gesagt. Wir brauchen eure Technologien. Wir wollen uns entwickeln. Wenn ihr bei uns investieren wollt, dann gebt uns eure Technologien. Und natürlich Kapital, um neue Industrien aufzubauen. Dann darf man nicht vergessen, dass in den 60er, 70er Jahren ein sehr angespanntes Verhältnis zwischen China und der Sowjetunion bestand. Und die USA diese Situation ganz bewusst genutzt haben, um praktisch China gegen eine Ausweitung des sozialistischen oder des Sozialismus oder des Kommunismus aus der Sowjetunion in andere Regionen zu verhindern. Und deshalb wurde China bewusst genutzt, um praktisch gegen die Sowjetunion aufzubauen. Ob das in Ordnung war, wie man das werten will, alles eine andere Sache. Aber die geschichtliche Tatsache ist, dass die USA China ausgenutzt haben und gegen die Sowjetunion, die Chinesen da fleißig mitgemacht haben damals schon, Mao Zedong. So, wir sprechen immer von Reform. Nach meiner Auffassung, das ist meine persönliche Beobachtung, es ist eigentlich falsch, von Reform zu sprechen. Auch heute wieder, wenn man über den Nationalen Volkskongress liest, der jetzt ja noch diese Woche noch läuft, dann lesen wir in unserer Zeitung, Reformen werden durchgeführt. Das sind keine Reformen, das ist eine permanente Anpassung. Das ist die Idee, die der Deng Xiaoping praktisch initiiert hat oder ins Leben gerufen hat. Wir müssen uns permanent an die gegebenen Bedingungen anpassen. Wir müssen praxisnah unsere Politik bestimmen. Und das ist nicht, dass da eine Reform gemacht wird. Es werden ständig Anpassungen vorgenommen und es ist ein ständiges, eine kontinuierliche Anpassung an die gegebenen Situationen. Auch wenn man die Beschlüsse des Nationalen Volkskongresses liest, sind wieder Anpassungen an die gegebenen Situation. Nichts mit Reformen zu tun, sondern Anpassung. Und eine
ja, Anpassung der Politik und der Wirtschaft an die gegebenen Situationen. Und hier nochmal die Idee von Deng Xiaoping. Wir nutzen kapitalistische Marktwerkzeuge, wir kopieren nicht das kapitalistische Modell. Was heißt, kapitalistische Marktwerkzeuge ist praktisch ein freier Markt, Kosten, Bilanzen, das gab es in China vor Deng Xiaoping nicht, also während der Mao-Zeit. Es gab es auch in der DDR in dem Sinne nicht. In der DDR wurden Marktkategorien nicht zugelassen. Die Preise wurden nicht kostengemäß kalkuliert, sondern sie wurden festgelegt. Damit war der Markt nicht aktiv und hat nicht reguliert. Und Deng Xiaoping hat ganz klar gesagt, wir werden diese Werkzeuge des regulierenden Marktes nutzen, solange er uns nutzt. Und damit in dem Zusammenhang muss man die Anpassung sehen, diese Kontrollen und so weiter und so fort. Aber kein kapitalistisches Modell. Und wichtig ist, wir verweigern die Anwendung oder verweigern den sogenannten Washington Konsensus. Der Washington Konsensus heißt eigentlich, den Markt komplett öffnen und die Finanzen öffnen. China hat zu keinem Zeitpunkt die Währung geöffnet. Immer eine lokale Währung, nie eine frei flotende, also frei auf dem Markt gehandelte Währung. Und damit hat er das Prinzip durchgesetzt, die Politik kontrolliert den Markt und nicht der Markt die Politik. Wir haben heute ungefähr ein Drittel staatseigene Wirtschaft und diese Unternehmen, des Bruttoinlandproduktes wird durch staatliche Unternehmen erbracht. Aber was sind diese staatlichen Unternehmen? Diese staatlichen Unternehmen sind alles Unternehmen für mehr oder weniger die Daseinsfürsorge für die Grundbedürfnisse des Staates. So, das ist das gesamte Finanzwesen, das gesamte Verkehrswesen, das gesamte Gesundheitswesen, die wichtigsten Unternehmen für die Bauindustrie, für die Energiewirtschaft, das ist alles staatlich in staatlicher Hand. Und ich habe heute gerade Zahlen gelesen, im Zusammenhang mit dem Volkskongress, 50, 60, 70, 80. So, die privaten Unternehmen zahlen ca. 50% des Steuereinkommens für den Staat. Sie erbringen ungefähr 60% des Bruttoinlandproduktes in China. Sie haben 70% der Innovationen, also Wissenschaft, Technik, das ist ganz wichtig, 70% der Innovationen in China kommen von der Privatindustrie und sie haben 80% der Beschäftigten. So, das sind eigentlich ganz interessante Zahlen. Ich habe sie noch nicht richtig gewertet. Ich habe heute gerade das gelesen, die Zahlen wurden auf dem Volkskongress genannt. So, das muss man sehen, wenn man die Wirtschaft betrachtet. So, man wird ständig gefragt, was ist denn das für eine Gesellschaft heute in China? Ist das Sozialismus, Staatssozialismus, Kapitalismus? Viele Ökonomen auch hier in Europa und in Deutschland sagen, ja, das ist ja Kapitalismus, das ist ein kapitalistisches Land. Ist es nicht. Es ist wirklich so, dadurch, dass der Staat den Markt kontrolliert, im Interesse der Erhöhung des Wohlstandes, kann man sagen, es ist wirklich eine sozialistische Gesellschaft mit einem typischen chinesischen Charakter. Was heißt typischer chinesischer Charakter? Das hängt wieder mit den Werten zusammen. Mit den Werten der Gemeinschaft, der höheren Wertung der Gesellschaft und nicht des Individuums. Und im Prinzip steht das für die Chinesen heute gar nicht so auf der Tagesordnung, was das ist. Darüber diskutieren sie eigentlich gar nicht.
ist das Sozialismus, Kapitalismus. Für Sie ist wichtig, Sie wollen den Wohlstand der Bevölkerung entwickeln und zunehmend auch den globalen Süden. Und da komme ich dann auf die Belt- und Road-Initiative, also auf die neue Seidenstraße, wenn ich globalen Süden. Aber das spielt damit eine Rolle rein. So, und das, was in China funktioniert, das funktioniert nicht in Europa. Das funktioniert auch nicht in den USA. Jede Gesellschaft muss die richtige Organisation, wirtschaftliche, politische Organisation finden, die zu dieser Gesellschaft findet. Ich habe hier ganz bewusst dieses Stichwort reingenommen, meritokratische Demokratie. Wenn man sich die neue Regierung anguckt, die jetzt während des Volkskongresses im Prinzip installiert wird, also bestimmt wird, ich will nicht sagen gewählt wird, das sind alles Experten. Das sind alles Experten, die durch Erfahrung, durch Erfolge sich qualifiziert haben, so eine Funktion zu übernehmen. Hier, wir hören immer, dass der neue Ministerpräsident Li Jiang, dass er ein Loyalist von Xi Jinping ist. Das ist nicht entscheidend. Dazu hören wir immer noch, dass er derjenige war, der diesen harten Lockdown in Shanghai durchgesetzt hat. Das ist alles nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass er Shanghai zur führenden wirtschaftlichen Region entwickelt hat, dass er es organisiert hat, dass Tesla die größte Tesla-Fabrik in Shanghai aufgemacht hat. Die größte Tesla-Produktion befindet sich in Shanghai. Dieser Li Jiang hat mit Elon Musk wahrscheinlich nächtelang diskutiert, um das zu erreichen. Dieser Li Jiang ist ein echter Ökonom, ein Praktiker, ein Wirtschaftler und der wird Ministerpräsident. Und so alle anderen Regierungsmitglieder sind bewährte, sagen wir mal Kader, die etwas geschaffen haben. Und mit dieser Qualifikation werden sie praktisch über ein, sagen wir mehr oder weniger mit unserem Wahlsystem nicht vergleichbaren System dann in diese Position gewählt. Also dieser Volkskongress, der wird ja gewählt über einen bestimmten Prozess. Nicht vergleichbar mit unserer Wahl. Und dieser Volkskongress wählt dann und bestätigt dann diese Regierung. Und das ist dann eine Regierung, die durch Qualifikation sich praktisch dahin entwickelt hat. Und das nennt man, oder die Chinesen sprechen dann davon, von ihrer meritokratischen Demokratie. Wird in unserer Presse so gut wie nicht erwähnt. Immer wieder falsch. So, jetzt komme ich zur neuen Seidenstraße. Wir denken hier, neue Seidenstraße, Entschuldigung. Neue Seidenstraße ist der Zug von China nach Duisburg. Ist eigentlich gar nichts. Hat eigentlich mit der neuen Seidenstraße gar nichts zu tun. Neue Seidenstraße fing an 1964 mit dem Bau der Eisenbahnlinie Sambia. Was ist passiert? Tansania hat sehr hohe und sehr viel Kupfervorkommen und die Kupfervorkommen wurden, solange es eine Kolonie war, über Durban exportiert. Als Tansania frei wurde, haben die Kolonialherren gesagt, Schluss aus, über unsere Eisenbahn dürft ihr kein Kupfer mehr fahren. Das heißt, Tansania konnte das Kupfer nicht mehr exportieren und die erhofften Einnahmen, um das Land zu entwickeln, um das Land aufzubauen, aber auch andere Befreiungsbewegungen zu unterstützen, sind nicht gekommen. Dann hat Tansania angefragt, an der Weltbank, in England, USA, überall, selbst in der Sowjetunion, alle haben gesagt, nein, nein,
machen wir nicht, helfen wir euch nicht. China letztendlich hat dann, obwohl China 1964 immer noch in sehr schlechten Bedingungen, in China existiert noch sehr schlechte Bedingungen, zugesagt, hat 500 Millionen US-Dollar bereitgestellt, Arbeitskräfte, Maschinen, die hatten ja selbst keine Maschinen, aber das, was sie hatten, haben sie da nach Afrika gegeben und haben eine Eisenbahn aufgebaut von Tansania nach Dar es Salaam. Das war eigentlich der Beginn der Idee, der Beginn der Philosophie der neuen Seidenstraße. Anderen Ländern, die sich entwickeln wollen, zu helfen und gleichzeitig dann auch Unterstützung von diesen Ländern zu bekommen, also Freunde zu bekommen, die zurück eine Hilfe geben oder zurück freundlich sind. 1973 hat Tansania dann vorgeschlagen, dass China, die Volksrepublik, in die UNO aufgenommen werden soll. Bis dahin war die Republik China, das heißt Chiang Kai-shek, Mitglied in der UNO. Und gegen die Stimmen aller westlichen Länder wurde dann China in die UNO aufgenommen. So, das ist dieser Grundgedanke der neuen Seidenstraße, zu helfen, geholfen zu bekommen. So. Das fing dann in den 60er Jahren an, aber dann, als China sich entwickelte, wirtschaftlich stärker wurde, konnte China auch große Kapazitäten, Baukapazitäten aufbauen, aber vor allen Dingen durch den starken Export konnten in China hohe Auslandsreserven angehäuft werden. Und diese Auslandsreserven und die Kapazitäten wurden genutzt, vor allen Dingen in Zentralasien, in den früheren Ländern oder Republiken der Sowjetunion, Kasachstan, Usbekistan und so weiter und so fort, zu investieren, um praktisch dort Handelspartner zu entwickeln. Das habe ich direkt miterlebt. Ich war mit der erste Ausländer, der Transporter organisiert hat über den Grenzübergang zwischen China und Kasachstan. Weil Kasachstan, da war so ein Bedarf an Konsumgütern und deswegen wurde dort ein spezieller Grenzübergang gebaut, um praktisch diesen Verkehr zu entwickeln und dann wurden die Eisenbahnen weiterentwickelt und so weiter und so fort. In diesen zentralasiatischen Ländern hat China sehr aktiv investiert und diese Länder gemeinsam mit den Ländern natürlich entwickelt. Und es wurde dann die sogenannte Chu-Chu-Chu-Theorie entwickelt, also go out. Das heißt Chu-Chu-Chu, go out und investiere außer, also die chinesischen Unternehmen sollen in anderen Ländern investieren. Und das war in dieser Zeit hauptsächlich in Zentralasien. Da wurde noch nicht dran gedacht an Afrika oder Lateinamerika, sondern Zentralasien, um praktisch in Zentralasien Partner zu finden, aber auch, das muss man ganz klar dazu sagen, auch um Rohstoffe zu bekommen. Turkmenistan, Gas, Kasachstan, Öl. Das wollte man haben, deswegen hat man dort aufgebaut und gleichzeitig dann diese Importe durchführen können. Das wurde durch die USA natürlich sehr genau registriert und da möchte ich einen ganz kurzen Sprung in die Geschichte machen. 1904 hat ein englischer Geologe, Politikologe, Mr. Mackinder, die sogenannte Heartland-Theorie aufgestellt. Ungefähr so. Eurasia ist das Heartland, also das Herzland der Welt. Die England ist eine Insel, Amerika ist eine Insel, aber dieses Eurasia, das ist das entscheidende Gebiet für die Entwicklung der Welt. Da haben sich die Engländer dran versucht, wollten ja auch von Afghanistan, Zentralasien rein und all das. Und 1976 hat Brzezinski in seinem bekannten Buch Die einzige Supermacht da auch geschrieben, dass diese Region muss man beherrschen.
da kann man die Welt beherrschen. Also historisch gesehen ist dieses Gebiet Zentralasien oder Eurasia insgesamt für die Weltentwicklung von entscheidender Bedeutung. 1999 wurde durch den amerikanischen Kongress der neue Silk Road Act, also die neue, der neue, das neue Seidenstraßengesetz, behandelt. Und dieses neue Seidenstraßengesetz hatte an sich zum Inhalt, dass von Afghanistan aus eine Seidenstraße aufgebaut wird. Nach Osten oder nach Westen? Nach Osten im Prinzip. Nach Osten. Entschuldigung, nach Westen, also von Afghanistan nach Westen durch Russland rein. Genau. Und 2011 hat Hillary Clinton die neue Seidenstraßenvision des 21. Jahrhunderts verkündet. So, man wollte von Afghanistan praktisch nach Zentralasien rein, mit der Absicht, China von Russland, von Europa abzutrennen. Das war die Idee. Gleichzeitig, 2011, hat Obama die sogenannte Wende nach Asien, Pivot Asia, verkündet. Das heißt, die amerikanische Navy soll nicht mehr im Atlantik umherfahren, sondern Pazifik und speziell Ost- und Südchinesische Seen. So, in dieser Situation sah es für China so aus, dass auf der einen Seite diese Seidenstraßenvision die Seidenstraße von den Amerikanern entwickelt werden sollte und auf der anderen Seite, auf der Seeseite, praktisch die Navy. China sollte mehr oder weniger eingegrenzt werden. Dann kam 2017 hier Handelskrieg und so weiter und so fort, brauche ich jetzt nicht weiter eingehen. Und erst nach diesen beiden Dingen, 2011, hat Xi Jinping 2013 diese neue Seidenstraßen-Initiative verkündet. Also im Prinzip eine Reaktion auf diese Vision und Pivot Asia. Es ist nicht so, dass Xi Jinping oder die Chinesen die Idee hatten, jetzt das zu machen, sondern sie waren mehr oder weniger in der Situation, das machen zu müssen, um praktisch eine Eingrenzung zu überwinden. So, und mit dieser neuen Seidenstraßeninitiative war gleichzeitig eine Veränderung der chinesischen Verteidigungsstrategie involviert. Davor hatte man sich nur landseitig, oder China war immer nur landseitig, militärisch orientiert, nie seeseitig. Mit dieser neuen, also 2013 wurde eine neue Verteidigungsstrategie auch seeseitig entwickelt. Heute hören wir immer, dass China so viele Kriegsschiffe hat wie die USA, was nicht stimmt. Aber zahlenmäßig vielleicht ja, aber kleine, die USA große. Aber das ist alles in dieser Zeit passiert. Wenn man sich, ja? Verständnisfrage, Sie haben da zwei Abkürzungen, CDP und DPP. Ist das wichtig zum Verständnis, oben in der zweiten Zeile oder dritten Zeile CDP? Development Bank. Ah ja, okay. Ja. China Development. China Development Bank. Öl- und Gaspipeline. Mhm. Ja, ja. Und unten bei Taiwan DPP. Wo habe ich? Rechts, ganz rechts, Taiwan. Ah, das ist die progressive Partei, die Independence-Partei der Taiwanesen. Okay. Mit der Präsidentin Tsai. So, wenn man sich jetzt mal diese Geschichte Seidenstraße anguckt, da wird das. Ja. So. Da wird das eigentlich. Also, das ist diese alte traditionelle transsibirische Route. Einmal hier von Sibirien und dann hier über die Mongolei und dann wird hier kürzt hier weiter
Diese wurde dann Anfang der 90er Jahre gebaut. Hier ist dann dieser Grenzübergang China-Kasachstan. Und all diese Bahnverbindungen, die sich hier entwickelt haben und immer noch in der Entwicklung sich befinden, sind im Prinzip im Zusammenhang mit der Erschließung dieses zentralasiatischen Kernlandes zu sehen. Parallel zu diesen Bahnverbindungen, wie gesagt, die Ölpipelines und Gaspipelines. Und auch hier vom Süden Chinas, von der Yunnan-Provinz, praktisch Yunnan und Yunnan ist hier, von Xinjiang-Provinz hier, nach Pakistan, hier der Karakorum-Highway, die Eisenbahn wird hier ausgebaut und bis zu den Häfen hier in Iran, nein, hier erstmal Pakistan war da und dann Iran weiter. So, parallel, traditionell gibt es hier die Schifffahrtsroute und hier ist ein wichtiger Punkt zu sehen, die Straße von Malakka. Für mich als Verkehrsökonom war klar, zum Anfang, als ich die über die neue Seidenstraße Initiative gelesen habe, war für mich klar, na, das machen die nur, um praktisch eine Alternative zur Straße von Malakka zu haben. Denn die Straße von Malakka hier, die kann durch ein Kriegsschiff blockiert werden. Dann ist der gesamte Handel Asien, natürlich auch Japan und Korea, nach Afrika und Europa blockiert. Deswegen ist das ein ganz neuralgischer Punkt. Und man will mit diesen Bahnverbindungen, die von hier unten vom Süden, von Yunnan kommen, bis nach Singapur runter, immer wieder auf der einen Seite Transportmöglichkeiten entwickeln, aber auch, ich zeige das hier mit einem anderen Bild, hier immer wieder an den einzelnen Punkten hat man Anschlüsse an die Bahnverbindung, also Häfen aufgebaut, um praktisch, also erstmal hier von Bangladesch ist ein neuer Hafen, Pira, Myanmar, Kwaipur, okay, Rangoon ist ein alter existierender Hafen, eine existierende Stadt, aber Kwaipur und Pira, das sind ganz neue Häfen, die dort ausgebaut werden. Und man hat sehr stark in Malaysia investiert, in Kuala Lumpur, als auch hier Malakka. Und das muss man sehen, man kann jetzt hier praktisch mit Schiffen hier an die Bahnverbindung und dann direkt nach China rein, ohne durch die Straße von Malakka zu müssen. War für mich klar, die Chinesen machen das deswegen. Man muss auch wissen, in den 80er Jahren, den Jahren der Sowjetunion, der Transsibirische Eisenbahn wurde durch die Sowjetunion subventioniert, um praktisch Valutaeinnahmen zu erzielen, also Dollars zu erzielen. Die Chinesen haben diese Bahn, ich mal wieder zurück, subventionieren diese Strecke, aber auch diese Strecke. Warum? Um praktisch die Transportqualität zu verbessern, um die Bahn, den Gleiskörper so auszubauen und auch die Kommunikation an der Eisenbahn so auszubauen, dass die Transportzeiten beschleunigt werden. Zu meiner Zeit, in den 90er Jahren, brauchte ein Container von China nach Deutschland 6 Wochen, manchmal auch 8 Wochen, heute 2 Wochen. So, entscheidend dafür ist einmal der Gleiskörper, aber auch die Grenzübergänge. Die Grenzübergänge sind vollkommen digitalisiert, automatisiert. Die Kräne laufen, wie man das auch hier in Hamburg sehen kann, also automatisch, ohne dass da ein Mensch da drin sitzt. So, das war im Prinzip... Mich interessiert, warum es keine kurze Verbindung zwischen Kolkata und Karachi gibt.
Können Sie das vielleicht erklären? Kalkutta und Karachi, ja, sind die Freunde, die Inder und die Pakistani sind nicht die besten Freunde. Ja. Einfach. Ja. Auch Indien ist ja der neuen Seidenstraßeninitiative nicht beigetreten. Deswegen ist hier, wie ich das hier gezeichnet habe mit Kalkutta, auch nicht ganz korrekt. Da wird immer noch drüber verhandelt, dass durch Bangladesch diese Eisenbahnverbindung bis Kalkutta laufen soll. Aber das ist in permanenter Verhandlung, kann man sagen. Wann haben Sie denn bitte den Hafen auf Sri Lanka gekauft? Zu den Hafen komme ich dann nochmal extra, weil das eine besondere Bedeutung hat. Ja. Oder kann ich sagen, also wann genau, kann ich jetzt gar nicht sagen, in welchem Jahr. Aber man muss wissen, die Sri Lankis haben nachdem der Bürgerkrieg zu Ende war, praktisch die Idee gehabt, dass Sri Lanka ein internationaler Handels-, Transport- und Finanzhub, also Finanzzentrum werden soll. Und dazu brauchen sie einen solchen Hafen. Und dieser Hafen, Hambantota, ist an der Südspitze von Sri Lanka mit relativ günstigen Voraussetzungen für einen Tiefseehafen. Den gab es aber doch schon. Den gab es schon und Sri Lanka wollte den Hafen schon lange vorher ausbauen. Da gab es Projekte von den Kanadiern und Projekte von den Engländern. Aber wegen der hohen Kosten und komplizierten Bautätigkeiten wurde das immer abgelehnt. Dann hat China im Zusammenhang auch mit dieser ganzen Handelsentwicklung gesagt, dieser Hafen könnte für uns interessant sein und haben dann gemeinsam mit Sri Lanka diesen Hafen ausgebaut. Es war nicht beabsichtigt, dass China diesen Hafen liest für 99 Jahre, sondern der Hafen sollte als normaler Hafen für Sri Lanka ausgebaut werden. Aufgrund bestimmter innenpolitischer Probleme konnte Sri Lanka nicht bezahlen. Die sind jetzt wieder in großen finanziellen Problemen. Und in dieser Zeit hat man eine Umschuldung vereinbart, dass China diesen Hafen für 99 Jahre liest und den Hafen betreibt. Das ist nicht chinesisches Territorium, wie gerne gesagt wird. Nein, das ist nicht chinesisches Territorium. Sie betreiben den Hafen. Genauso wie in Piräus. Sie betreiben den Hafen. So, weiter zu der Idee dieser neuen Seidenstraße, also alternative Transportroute. In den 90er Jahren war ja Afghanistan relativ turbulent und China hatte immer Angst. China, aber auch die anderen zentralasiatischen Länder waren immer befürchtet, dass dieser islamische Terrorismus oder diese islamische Bewegung auch übergreift, also erstmal in zentralasiatische Länder, als auch nach Xinjiang, hier in dieser nordwestlichen Region Chinas. Und deswegen wurde 2001 diese sogenannte Cooperation of Organizations gegründet, also die Shanghai Organisationskooperation. Die hat das Ziel gehabt und immer noch eine Strategie des Terrorismus, des Terrorismusbekämpfung und eine Strategie der Zusammenarbeit zwischen den Ländern, um praktisch den Islam oder den terroristischen Islam zurückzudrängen. Das spielt für die Entwicklung der Eisenbahn und der Verkehrswege dort auch eine große Rolle, dass man durch Erhöhung des Wohlstandes den Islamismus zurückdrängen wollte. Nicht den Islam, sondern den aggressiven Islam. So. Gleichzeitig mit den, und das ist, komme ich wieder auf die Grundgedanken der neuen Seidenstraße, mit dieser Entwicklung der Infrastruktur
soll natürlich eine Industrialisierung gefördert werden. Und das geht zurück auf einen deutschen Nationalökonomen, Friedrich List, nachdem in der DDR die Hochschule benannt wurde. Infrastruktur ist die Voraussetzung für Industrialisierung. Und Industrialisierung ist letztendlich die Voraussetzung für Erhöhung des Wohlstandes. Und das spielt für diese gesamte Seidenstraßenentwicklung die entscheidende Rolle, dass man Infrastruktur aufbaut, um an der Infrastruktur Industrie aufzubauen. Gleichzeitig mit diesen Eisenbahnverbindungen wurden Fabriken aufgebaut. Da haben chinesische Investitionen vorgenommen, Kredite vorgenommen wurden, um praktisch eine Industrie aufzubauen und gleichzeitig natürlich Handelspartner zu entwickeln für China. So, und Industrie, Wohlstand und damit Handelspartner zu entwickeln. So, und mit dieser Strategie versucht China, das, was sie mit der Tansania-Eisenbahn gemacht haben, also helfen, um praktisch sich selbst zu helfen, um da vorwärts zu kommen. So, hier, das ist das hier nochmal aufgeschrieben alles. So, was hat sich hier in Afrika getan? Zeitmäßig können wir das nicht machen. Hier, das ist eigentlich die erste Eisenbahn, die hier aufgebaut wurde. Die ist in der Zwischenzeit relativ zurückgefallen. Also die ist eher nicht mehr genutzt worden, nachdem Südafrika die Apartheid überwunden wurde. Danach konnte der Hafen Durban wieder genutzt werden. Und die Eisenbahn hat an Bedeutung verloren. Die wird jetzt aber wieder aufgebaut und soll bis nach Angola durchgehen. Also die erste durchgehende Eisenbahnverbindung vom Atlantik zum Pazifik. Dann die Eisenbahnverbindung hier von Mombasa rein ins Land und dann hier an der Westküste. So, wenn man das zusammennimmt, wurden im Rahmen dieser neuen Seidenstraßeninitiative ca. 100 Häfen gebaut in Afrika oder ausgebaut, 100.000 Kilometer Straßen, damit 1.000 Brücken und 10.000 Kilometer Bahn. Das muss man sich überlegen in diesen Jahren. Diese Zahlen sind von 2013 anders, also vom Beginn der neuen Seidenstraße. So, in der Zwischenzeit spielt die neue Seidenstraße auch eine Rolle in Lateinamerika. In Lateinamerika, in all diesen Ländern, ist China aktiv mit Krediten, mit Investitionen. Aber zwei entscheidende, wichtige Sachen möchte ich vorhaben. Einmal gibt es eine Stromleitung im Aufbau von Brasilien nach Peru, also praktisch eine Stromleitung durch diesen nördlichen Part von Lateinamerika, um praktisch die Stromversorgung dort zu verbessern. Und dann entscheidend der Bau eines neuen Kanals durch Nicaragua, der sogenannte Nicaragua-Kanal. Warum Nicaragua-Kanal? Der Panama-Kanal ist bisher die einzige Verbindung zwischen Pazifik und Atlantik. Die Chinesen hatten vorgeschlagen, weil sie ja sehr viel Schifffahrt dadurch haben, dass man parallel zu dem Hafen eine Eisenbahn aufbaut, um praktisch dieses Bottleneck, also den Flaschenhals, zu entspannen. Das haben die Amerikaner abgelehnt, weil sie dieses Monopol behalten wollten. Und deswegen wurde schon vor Jahren die Idee geboren, einen Nicaragua-Kanal zu bauen. Das ist dann durch interne Konflikte da in Nicaragua verschoben. Gegenwärtig ist er wieder im Bau und es ist zu erwarten, dass er 2027, 2028 in Betrieb geht. Sodass dann ein paralleler Hafen, Kanal zum Panama-Kanal besteht. Und das ist natürlich eine transportökonomisch gesehen oder handelspolitisch gesehen eine fantastische Sache. Nicht nur abhängig von einem Kanal zu sein und nicht abhängig von einem Land
zu sein, der diesen Kanal kontrolliert. So, wenn man sich jetzt mal anguckt, was sich aufgrund dieser neuen Seidenstraße getan hat. Das sind die Länder, die roten Länder hier, die 2000 Handel mit China hatten, beziehungsweise für die China der stärkste Handelspartner war. 2020 sieht das so aus. Für all die Länder ist China der stärkste Handelspartner. Und das ist im Prinzip ein Ergebnis dieser neuen Seidenstraßeninitiative. Dass man praktisch in die Länder reingegangen hat, dort Kredite gegeben hat, mit diesen Ländern den Handel entwickelt hat. Und das ist, glaube ich, ein deutliches Bild, was eigentlich dahinter steckt. So, jetzt ganz kurz möchte ich etwas dazu sagen, warum das möglich war. Ich hatte schon gesprochen, Aufbau, Infrastruktur, Industrialisierung, Wohlstand, Vernetzung ungleicher Systeme. Die Chinesen fragen nicht danach, ob in einem Land, in dem sie, wo sie investieren, ob das ein sozialistisches, kapitalistisches oder welche Regierung und welches Wirtschaftssystem herrscht, das interessiert sie nicht. Sie mischen sich grundsätzlich nicht ein in wirtschaftliche und politische Bedingungen. Und das speziell akzeptieren die afrikanischen Länder sehr, auch die lateinamerikanischen Länder, südafrikanischen, südostasiatischen Länder auch. In der Vergangenheit haben die ehemaligen Kolonialländer immer wieder gesagt, ihr müsst das machen, was wir wollen. Und die Chinesen sagen das nicht. Sie sagen, okay, wir helfen euch. Wir helfen euch, Infrastruktur aufzubauen, Energieprobleme zu lösen. Ihr könnt industrialisieren und wenn ihr industrialisiert, habt ihr Geld, könnt unsere Sachen kaufen. Ganz einfach. Und das anerkennen die Länder. Und deswegen war das möglich, dass der Handel und die Beziehung sich zu China so entwickelt haben. Das ist das, was Trump meinte, dass, als er sagte, dass die unfair auftreten. Ne? Ja, das ist unfaires Auftreten, ja. Sich nicht einzumischen, ja. Sondern einfach zusammenzuarbeiten. Ja. So, und ich habe hier geschrieben, Politik auf Augenhöhe. Hier diese Abkürzung BRICS, Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Diese Länder sind alles Länder, die in einer ähnlichen Entwicklung sind, die sich entwickeln wollen, die zu einem bestimmten Wohlstand kommen wollen, aber immer wieder von den ehemaligen Kolonialmächten zurückgerufen wurden oder durch die Länder Probleme hatten. Und deswegen hat sich diese Gruppe zusammengefunden. Mit vielen Problemen, weil es ja auch sehr unterschiedliche wirtschaftliche Bedingungen gibt und auch politische Bedingungen, aber sie arbeiten, selbst Brasilien, als Bolsonaro dort war, ein Freund von Trump, arbeiten sie eng zusammen mit Indien und mit China. Jetzt ist es so, dass andere Länder Schlange stehen, um Mitglied in der BRICS zu werden, um praktisch diese Zusammenarbeit zu vergrößern. Saudi-Arabien, Algerien, Iran, eine ganze Reihe Länder haben angemeldet, dort Mitglied zu werden. Dann hier nochmal diese Shanghai Cooperation of Organization. In der Zwischenzeit ist das diese Organisation in ganz Zentralasien auf diesem eurasischen Kontinent vertreten, also all diese Länder sind Mitglied und sie arbeiten wirtschaftlich enger zusammen, nicht nur Antiterrorismus oder diese Verteidigung oder militärische Strategie, wobei es ist kein militärisches Abkommen, sondern nur eine Unterstützung. Und auf Augenhöhe hier, das ist der China-Afrika, die China-Afrika-Organisation, das ist die für arabische Länder und hier für Südamerika. Die Organisationen treffen sich alle drei Jahre auf höchster Regierungsebene. Von China-Seite, also an der FOCAC, hat immer Xi Jinping teilgenommen.
und praktisch setzt sich zusammen mit den afrikanischen Präsidenten, und das anerkennen die afrikanischen Präsidenten sehr wohl. Trump hat gesagt, Afrika ist ein Shithole, und der chinesische Präsident sitzt mit den Afrikanern zusammen und verhandelt mit ihnen, welche Entwicklung soll durchgeführt werden. Und das kann man alles zusammenfassen unter mit diesem Wort, und das also Harmonie anstatt Hegemonie, und das hängt wieder mit den Werten zusammen. Deswegen habe ich zum Anfang diese Werte erwähnt. Man will harmonisch zusammenarbeiten und nicht bestimmen, nicht hegemonieren. Und das ist eine wirkliche Alternative zu dem bisherigen vom Westen dominierten System und eine echte Herausforderung für den amerikanischen Hegemonismus. Und wenn man das heute sieht, oder ich überspringe mal dies erstmal, wenn man das ist eine Herausforderung der amerikanischen Hegemonie. Und mal ein ganz kurzer Blick auf die amerikanische Hegemonie. Das fing schon 1823 an mit dem sogenannten Monroe-Doktrin. Amerika, Lateinamerika ist der Hinterhof Amerika, da hat schon Amerika, da hat keine andere Macht, kein anderes Land was zu suchen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die amerikanische Hegemonie komplett, also wirtschaftlich führend, militärisch führend, der Dollar war entscheidend und dort hat die Welt beherrscht. 1946 hat der damalige Botschafter in Moskau, Herr Bennett, das sogenannte lange Telegramm ausgearbeitet. Und dieses lange Telegramm bedeutet oder hat als Inhalt gehabt, wie man die Sowjetunion eingrenzen kann. Nicht nur militärisch, wirtschaftlich, sondern auch ideologisch. Also die Strategie, wie man ideologisch in die Sowjetunion reingeht, um da bestimmte Verschwörungstheorien zu verbreiten. 1921 wurde das längere Telegramm durch den Atlantik-Council ausgearbeitet. Und das ist im Prinzip eine Kopie dessen, was 1946 schon mal gemacht wurde. So. Aber jetzt dann zu China. Und jetzt zu China. Und das ist die interessante Geschichte. Da haben wir heute die Situation, dass im Prinzip wir heute im Prinzip eine Konfrontation haben der G7-Länder, der neoliberalen G7-Länder. Und wer sind die G7-Länder? Das sind alles die ehemaligen Kolonialländer. Und auf der anderen Seite haben wir den globalen Süden, der sich letztendlich durch die, sagen wir, Stärke und ich würde es mal so formulieren, politisch geschickte Vorgehen Chinas emanzipiert. China mischt sich nicht ein, China hilft, dass dort der Wohlstand sich langsam entwickeln kann und dass der Handel wirklich auf gleichem Niveau existiert. Man muss wissen, man kann ja viel darüber erzählen. China hat alle Importzölle für afrikanische Güter aufgehoben. Also afrikanische Exporte nach China sind komplett zollfrei. Also 98%, also 2%, gibt es immer noch. Aber im Prinzip können die afrikanischen Länder frei nach China exportieren. Also gleichberechtigter Handel. So. Und das ist natürlich eine gewaltige Herausforderung für diese Länder. Für den globalen Süden, meine ich. Und das ist die wirkliche Bedeutung der neuen Seidenstraße. Wenn man die gesamte Geschichte Eisenbahn, Tansania sieht und jetzt heute, ist die Strategie Chinas, die sie damals mehr oder weniger unbewusst eingeschlagen haben, zu helfen, geholfen zu bekommen, aufgegangen. Heute ist es so, dass China mit dem globalen Süden sehr, sehr eng zusammenarbeitet und erfolgreich zusammenarbeitet. Und wenn man heute sieht, also gehen wir gleich weiter, also,
wenn man heute sieht, wie unsere Politiker umherreisen und versuchen, in den Ländern des globalen Südens Rohstoffe einzukaufen und wie sie mehr oder weniger abblitzen. Für mich sind zwei, drei hübsche Beispiele. Habeck war in Indonesien, hat mit dem Präsidenten dort verhandelt, um Nickel zu importieren für die Batterieproduktion. Und der indonesische Präsident hat sehr freundlich gesagt, sicher könnt ihr unser Nickel bekommen. Aber die Fabrik, um die Batterien zu bauen, die muss hier in Indonesien sein. Ihr müsst uns hier eine Fabrik aufbauen, wir wollen hier Arbeitsplätze haben, wir wollen hier die Gewinne der Fabrik haben. Und am besten, ihr baut die Autos auch gleich hier. Und damit ist dann Habeck wieder abgereist. Und unsere liebe Außenministerin ist nach Indien gefahren und hat da natürlich auch wirtschaftliche Zusammenarbeit. Aber den größten Fehler, den sie hat machen können, war, dass sie gesagt hat, wir wollen eure IT-Ingenieure haben. Die Inder brauchen ihre IT-Ingenieure für ihre eigene Wirtschaft, um ihre eigene Wirtschaft zu entwickeln. Und nicht nach Deutschland. Deutschland ist reicher, Deutschland kann eigene Ingenieure ausbilden. Nein, und das haben ihr die Inder sehr übel genommen. Ich habe jetzt am Montag war ja der Vortrag von Kronauer in München, da hat er erwähnt, dass Baerbock zum Außenministertreffen gekommen ist in Indien und sie wurde dort nicht abgeholt. Also man hat ihr deutlich gezeigt, wie man über diese Länder denkt. So, heute ist im Prinzip deswegen China der einzige Rivale. Das ist das große Problem. Und es geht heute militärische Eingrenzung, kann man viel drüber sprechen, wirtschaftliche Eingrenzung, aber es ist ein Technologiekrieg. Und hier ist mal ein, das australische Institut, ein australisches Forschungs-Think-Tank, kann man sagen, hat weltweit untersucht, für welche Technologien welche Länder führend sind. Und sie haben eben erkannt, und das ist jetzt seit anderthalb Wochen ganz neu, haben erkannt, China ist in 37 der 44 kritischen Technologien führend. Und darum geht's. China ist führend in all den Elektroautos, Robotik, künstlicher Intelligenz, im GPT-Chat, also die künstlichen Übersetzung. Und deswegen, also und all da sind Chips notwendig und nicht nur die sagen wir, Chips niedriger Klassifikation, sondern wirklich die Top-High-End-Chips, die 3 Nanometer, 2 Nanometer. Und die USA haben deshalb jetzt diesen, der ist schon ein bisschen länger, diesen sogenannten Science and Chip Act, also das Wissenschafts- und Halbleitergesetz eingeführt. Nach diesem Gesetz darf keinerlei Technologie, dürfen keine Produkte, in denen amerikanische Zuarbeiten, also Technologie enthalten sind oder irgendwelche Teile enthalten sind, nach China exportiert werden. Und es dürfen keine Ingenieure oder Techniker mit China zusammenarbeiten. So, sie wollen praktisch China von den Top-Halbleitern abschneiden. Und sie haben Druck ausgeübt, vor allen Dingen auf Japan und Holland. In Holland gibt es ein Unternehmen, ASML, die bauen die Maschinen, um diese High-End-Chips herzustellen. Und die USA haben so viel Druck ausgeübt auf Holland, dass jetzt die holländische Regierung zugestimmt hat, diesem Akt zu folgen. Diese Zustimmung ist eine Woche alt. Also man will
da China in 37 kritischen Technologien führend ist, für die sie aber diese High-End-Chips brauchen. Die Lieferung von High-End-Chips abbrechen und verhindern an China, um praktisch technologisch den Fortschritt Chinas zu hemmen, beziehungsweise selbst wieder aufzuholen. Und das ist eigentlich jetzt die gegenwärtige harte Auseinandersetzung, die zwischen China und den USA stattfindet. Und das kann man gerade im Nationalen Volkskongress, hat das eine große Rolle gespielt, dass man praktisch sich von den Importen dieser Hightech-Technologien unabhängig machen muss. Also China erhöht die Investitionen für die Chip-Forschung, werden die Mittel um 30% erhöht. Einfach um unabhängiger zu werden. So, noch ein letztes. Die westlichen Länder haben früher zum Anfang diese neue Seidenstraße nie ernst genommen. Haben immer drüber gelacht, die Chinesen übernehmen sich. In der Zwischenzeit haben sie aber den Erfolg gesehen. Ich habe gezeigt, der Handel. Und deswegen versuchen die westlichen Länder jetzt nachzuholen. Man hat also, die EU hatte schon 21 das sogenannte Global Gateway-Initiative ins Leben gerufen. Die Amerikaner Build Back Better World, also die bessere Welt zurückbauen. Und letztes Jahr im Juni hat Biden dann diese Partnerschaft für globale Infrastruktur und Investment ins Leben gerufen, und da sollen 600 Milliarden US-Dollar investiert werden, um praktisch gegen die Seidenstraße, gegen die Stellung, die Position, die China jetzt erhalten hat, anzukämpfen. In der gleichen Zeit, im Juni letzten Jahres, fand dieser BRICS-Gipfel statt, wo all diesen Ländern über praktisch die multilaterale Handelstätigkeit gesprochen wurde, wo dann die Anträge gestellt wurden für weitere Mitgliedschaft. Und dabei spielt gegenwärtig eine ganz große Rolle, die Vorherrschaft des US-Dollars zu überwinden. Importen, also ganz wichtig ist, dass Saudi-Arabien jetzt zugestimmt hat, dass das Öl an China nicht mehr mit Dollar bezahlt wird. Und das ist ein absoluter Durchbruch und ein Schlag ins Gesicht der Amerikaner. So, nur mal ganz kurz hier, wenn Interesse daran steht, Spannungsfeld China, was macht China jetzt gegen die USA? Sie haben versucht, Tibet immer wieder aufzurühren, Hongkong aufzurühren, Xinjiang, Uiguren, und jetzt spielt Taiwan eine große Rolle. Taiwan ist jetzt der kritische Punkt, wie man versucht, China in einen Konflikt reinzulocken und immer wieder zu zündeln. Wenn Interesse daran besteht, kann ich dazu dann mehr im Einzelnen sagen. So, die Frage ist, ist ein Krieg vermeidbar? Weil ja immer wieder gesagt wird, es wird bald einen Krieg geben wird. Ich glaube das nicht. Der Krieg ist absolut vermeidbar. Denn die Chinesen sind klug genug, sich an ihre eigene Philosophie zu erinnern. Einen Krieg gewinnt man, indem man ihn nicht führt. Also man versucht, durch Harmonie, durch Zusammentreffen, zu Verhandlungen, diese Situation zu entspannen. Und das sieht man jetzt auch, wenn immer von den USA, Taiwan gezündelt wird. Die Chinesen verhalten sich sehr, sehr moderat. Sie sagen zwar, wir schließen nicht aus, alle Möglichkeiten zu nutzen, aber sie halten sich zurück mit irgendwelchen konkreten Maßnahmen. Sie lassen ihre Flugzeuge dort fliegen, aber mehr auch nicht. Also es ist nicht so dramatisch, wie das gerne dargestellt wird. Okay, und das wäre es. Ich glaube, ich habe die Zeit überzogen. Okay.